So, genug Parmesan jetzt. Bitte setzt euch doch. Und ich sag das auch kein zweites Mal. Setzt euch. Danke. Heute geht's für uns in den geheiligten Item-Shop. Ich war schon mal ganz kurz drin und hab mir angeguckt, ob mein Create-Tag natürlich noch drin ist. Man kennt's. Daraufhin, nachdem wir uns den Item-Shop angeguckt haben, werden wir noch einmal kurz in-game gehen und gucken, was der Schnee so treibt. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Nun denn, auf in den geheiligten Shop. Aha. Ja, das sieht doch schon nicht ganz besonders aus. Der Flugweber als Hängegleiter, und der sieht sehr strange aus. Sehr, sehr strange. Gerade das X auf dem Rücken, Alter. Guckt euch das mal an. Der würde ich halt nicht begegnen wollen. Arachn ist wieder da. Ja, genau. Heute ist, by the way, dieser Spinnenshop. Also Arachn ist da mit dem Langbein, Rückenteil und halt eben der Spinnreiter mit dem Spinnenschild. Sehr gönnbare Angelegenheit. Und der Netzfetzer ist auch am Start. Coole Axt. Natürlich bin ich aber nicht der größte Spinnenfan, von daher mögen sie gesalbt sein. Lasst doch unbedingt gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefallen sollte. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Abonniert für mehr Zuki. Das sage ich immer sehr gerne. Denn sie kommt sehr oft vor und ist daher natürlich auch eine Ehrenschwester mit dem Tarnhaarschwert. Ja, das ist das Tarnhaar. Damit kann sie sich tarnen. Die Kupferwespe ist wieder drin mit dem gestreiften Pirscher. Ja, also dann nochmal an die ganzen Instagram-Sprücheklopfer. Ja, ein wahrer Löwe hält immer Schriftroll im Maul. Das ist Bescheid. Heftiger Hieb. Ich glaube, der wird Todesweh tun, der heftige Hieb. Also gerade als Axt. Ich meine, einmal die Faust oder das da. Ja, also. Die ganze Elektronik will ich auch nicht ins Face kriegen. Das wäre nicht so geil. Von daher werde ich mir diese Axt dementsprechend auch nicht holen. Ist ja ganz klar. Die Spielzeugtrooper sind wieder da. Die günstigen, coolen Skins, die, glaube ich, auch verschiedene Stile oder so haben. Kann das sein? Rotes Plastik und die Plastikpatrouille. Ich weiß nicht, warum die Kamera so zoomt, aber es ist sehr ehrig auf jeden Fall. Sehr ehrhafte Skins. Auch die Spielzeugtrooperin an der Stelle. Sehr gönnbar. Sind nice Season 9 Skins auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Wir kommen zu den anderen Skins. Zum Beispiel die Einsatzleiterin mit ihrem zweiten Stil. Sehr spektakulär. Dann der Signalknoten. Was er auf dem Rücken so treibt. Man weiß noch nicht so genau. Vielleicht einen Signalknoten erstellen. Der Speer. Auch ein günstiger Skin für heute. Der jetzt am Start ist. Also, falls ihr euch sagt, Alter, den muss ich unbedingt haben, holt ihn euch. So, Fraktalpunkt-Lackierung wieder mal drin. Und ja, sie schmeckt wirklich sehr lecker. Schmackhafte Season X-Lackierung. Cool, lecker animiert. Kann man reinschlagen. Ja, der gute alte 8-Bit-Beat, meine Brüder. Er schmeckt sehr deliziös. Ich hab ihn aber schon. Und wir kommen zum wahrscheinlichen Jetanz-Battle des Tages. Ja, das ist ja sehr unspektakulär gerade. Der Zuckerrausch. Da hat jemand voll die Kicks. Tanze, bis du nicht mehr kannst. Ja, es sind definitiv die Kicks. Gewonnen, würde ich sagen, hat aber hier natürlich Zuckerrausch. Nicht oft gesehen und daher ist er sehr je. Also gönnt ihn euch. Jetzt geht's für uns in-game. Wir gucken uns an, was sich so alles getan hat, schneetechnisch. Machen einen Screenshot und gucken uns das Ganze dann auch nochmal soweit an. Also ja, wir gucken es uns im Vergleich an, aber ich denke, das wusstet ihr schon. Vergleich jetzt. Ja, sie haben die Tanzkicks am Morgen, die Ehrenbrüder.
Ja, es schmeckt. So, ich habe hier natürlich schon an der Stelle einen Screenshot gemacht, aber ihr seht schon, wohin die Reise geht, ja. Gucken ganz kurz in das Album hinein. Und wir sehen, ja, das war, glaube ich, der Stand von gestern Abend, ja. Also, das hier ist der Stand von gestern Abend gewesen, safe, ja. Da sieht man, dass die rechte Seite noch komplett voll ist. Und hier, ja, muss man sagen, rechts hält es sich auf jeden Fall noch. Das ist gerade der andere Wetterbericht, ne? Rechts hält sich das Ganze noch so ein bisschen, ja. Aber vom Westen her ist das Tief auf jeden Fall etwas, naja, man könnte sagen, durch die Küste hier natürlich abgeschliffen worden und konnte nach Süden ausweichen. Dementsprechend hier natürlich das Hoch, das jetzt gen Westen kommt und dafür sorgt, dass der Schnee befreit ist. Ja, also der Schnee im Westen entfernt sich, im Osten bleibt aber noch so ein bisschen. Ihr seht das ja, ne? Gerade hier. Also hier, wenn man sich das mal anguckt bei Salty Springs, gestern sah das in Salty Springs so aus. Heute so. Okay. Und die Mitte ist jetzt wieder komplett frei. Also die Mitte, ja, die ist nicht mehr vom Schnee soweit besessen, könnte man sagen. Frenzy Farm auch gestern natürlich noch hier. Ja, an der Stelle so und hier so. Also, das muss gestern Abend im Stream gewesen sein. Alles klar, ihr habt euch jetzt einen Überblick gemacht. Das schmeckt. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.